Hallo und herzlich willkommen aus Kaiserslautern. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe, die sich mit Politik beschäftigen wird. Rolf hier. Interessierst du dich für die wichtigsten Ergebnisse im Koalitionsvertrag der Ampel? Was plant die neue Regierung zu Digitalisierung, agiler Verwaltung und Personal im öffentlichen Dienst? Dazu gibt dieses Video Antwort. Ich habe die wichtigsten Aussagen im Koalitionsvertrag zusammengefasst und werde die etwas für euch kommentieren. Viel Spaß beim Schauen. Werfen wir zu Beginn einen Blick auf die Präambel des Koalitionsvertrags. Aufbruch oder Strohfeuer, ein Blick in den Koalitionsvertrag zeigt viele Willensbekundungen zur Modernisierung von Staat und öffentlicher Verwaltung. So heißt es in der Präambel, Deutschland wird nur auf der Höhe der Zeit agieren können, wenn wir den Staat selbst modernisieren. Wir wollen staatliches Handeln schneller und effektiver machen und besser auf künftige Krisen vorbereiten. Wir bringen eine umfassende Digitalisierung der Verwaltung voran. Es ist eine Willensbekundung, dahinter steht die Richtung, aber ein Plan wird daraus noch nicht ersichtlich. Es ist auch unklar, wie will man das in 4 Jahren messen. Schauen wir uns mal die nächsten Abschnitte im Koalitionsvertrag an. Eine Schlussfolgerung aus dem eben Gesagten zieht die Koalition, indem sie Planungs- und Genehmigungsverfahren modernisieren, entbürokratisieren und digitalisieren möchte, sowie die Personalkapazitäten verbessern. Das klingt erstmal, dass es in die richtige Richtung geht. Wer die entsprechenden bürokratischen Hemmnisse kennt und weiß, wie schwierig es ist, entbürokratisieren, wird hier sehr interessiert zuhören und schauen, was sich die Koalition denn genau darunter vorstellt und tun wird. Das Gleiche gilt für Personalkapazitäten ausbauen. Klingt erstmal harmlos, klingt verständlich, wenn man sich den Fachkräftemangel heute schon anschaut. Der Deutsche Städtetag hat dieser Tage beispielsweise enormen Fachkräftemangel in sozialen Berufen beklagt. So beispielsweise fehlen 230.000 Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas sowie 300.000 Pflegekräfte. Aber genauso wie diese Fachkräfte fehlen, fehlen entsprechende Fachkräfte von Radverkehrsplanern, Bauingenieurinnen, Architekten und so weiter. Hier wird es also sehr spannend sein, wie der Staat agiert, wie er sich ein attraktives Arbeitgeber-Image aufbaut, um die entsprechenden Fachleute an Land zu ziehen. Zukunftsmusik erklingt, wenn man die nächsten Zeilen des Koalitionsvertrags der Ampel durchliest. Die Modernisierung des Staates gelingt nur mit einem starken öffentlichen Dienst. Diesen werden wir attraktiver gestalten. Der Staat muss bei Vielfalt, Gleichstellung und flexiblen sowie digitalen Arbeitsbedingungen Vorbild sein. Wir fördern und vereinfachen den Personalaustausch und die Rotation zwischen verschiedenen Behörden, zwischen Bund und Ländern sowie zwischen Verwaltung und Privatwirtschaft. Die Richtung stimmt. Bedenkt man, dass über 4,5 Millionen Menschen beim öffentlichen Dienst arbeiten, das ist der größte Arbeitgeber dieses Landes. Ein Blick in manche Amtsstube zeigt den, hart gesagt, jämmerlichen Zustand, der teilweise dort vorzufinden ist. Hier wird der Staat viel Geld in die Hand nehmen müssen, viel Ideen, damit man hier tatsächlich auf der Höhe der Zeit ist und oder sogar als Vorbild agieren möchte. Das Gleiche gilt für die digitale Ausstattung. Hier sei nur verwiesen auf die Gesundheitsämter, die ja in Zeiten der Pandemie bewiesen haben, dass man tatsächlich mit Strichlisten und Excel dem Ganzen scheinbar Herr werden kann. Auch der Austausch zwischen Bund, Ländern und hier fehlen die Kommunen und der Privatwirtschaft wird spannend sein, wie man das organisieren möchte. Ein Vorbild könnte die USA sein, wo der Wechsel zwischen Privatwirtschaft und Verwaltung wesentlich leichter ist als doch in dem sehr statischen System in unserem Land. Zu einem modernen öffentlichen Dienst gehört tatsächlich eine moderne Führungs- und Verwaltungskultur und daher haben folgerichtig die Koalitionäre Folgendes geschrieben: Von der Leitung der Ministerien und den Führungsketten im öffentlichen Dienst erwarten wir, dass sie eine moderne Führungs- und Verwaltungskultur vorantreiben und für digitale Lösungen sorgen. Eigeninitiative und Mut der Beschäftigten müssen wertgeschätzt und belohnt werden. Das klingt erstmal wunderbar, das geht in die richtige Richtung. Die Frage ist, was ist eine moderne Führungs- und Verwaltungskultur? Wie sieht die denn eigentlich aus? Hier fehlt das, die nähere Definition, wobei man fairerweise sagen muss, das ist sehr schwierig zu definieren bei einem so großen bzw. dem größten Arbeitgeber Deutschlands. Hier müsste man sich die einzelnen Ämter näher anschauen, welche Führungs- und Verwaltungskultur haben wir denn entsprechend vor Ort und wie müsste man die weiterentwickeln, wer steht wo, wo wollen wir hin, das alles kann man sicher nicht zentral
lösen, aber hier doch das eine oder andere näher mal definieren wäre schön gewesen, wie auch näher zu beschreiben, wie möchte man denn Beschäftigte im öffentlichen Dienst belohnen, wenn sie denn mehr Eigeninitiative und Mut beweisen. Also bitte, liebe Koalitionäre, deutlicher werden, wie das Ganze funktionieren soll. Kommt man heute um den Begriff Agilität drumherum? Auch die Koalition greift diesen Begriff auf und spricht im Vertrag, die Verwaltung soll agiler und digitaler werden. Sie muss auf interdisziplinäre und kreative Problemlösungen setzen. Wir werden sie konsequent aus der Nutzungsperspektive heraus denken. Ja, agile Verwaltung, was heißt denn das überhaupt? Agile Verwaltung ist kein geschützter Begriff. Jede Behörde muss daher für sich klar definieren, was sie unter einem agilen Verwaltungshandeln versteht. Welche Organisationsstrukturen, Verfahren, Methoden verstehen wir beispielsweise als Landesjugendamt darunter? Jede Stadt- und Kreisverwaltung muss für sich eindeutig klären, was sie mit einer agileren Verwaltungskultur erreichen möchte. Was sind die messbaren, terminierten und konkreten Ziele? Geht es um mehr Innovation, mehr Veränderungsbereitschaft, mehr Kreativität, mehr Eigenverantwortung, mehr Mitarbeitermotivation, mehr Bürgernähe, raschere Verwaltungsprozesse und so weiter und so fort? Es klingt immer wunderbar, agil und digital, aber hier muss nachgesteuert bzw. deutlich klar gemacht werden und definiert werden, wohin die Reise geht. Das Gleiche muss sich die Koalition daran messen lassen, aus der Nutzungsperspektive, sehr technokratisch formuliert, heißt nichts anderes aus der Perspektive der Bürgerinnen und Bürger. Und hier wird man hinschauen müssen, inwieweit die Koalition ihre Gesetzesvorhaben entsprechend aus der Perspektive der Bürgerinnen und Bürger formuliert, beziehungsweise auch so verständlich formuliert, dass die Bürgerinnen und Bürger verstehen, um was es in den entsprechenden Gesetzen eigentlich geht. Im Jahr 2021 verlässt die öffentliche Verwaltung das Tal der analogen Tränen. Die neue Koalitionsregierung schrieb in ihren Vertrag, die Digitalisierung wird zu einem allgemeinen und behördenübergreifenden Kernbestandteil der Ausbildung. Eine Selbstverständlichkeit, wie man meinen möchte, indem man tatsächlich im Jahr 2021 das nochmal in einen Koalitionsvertrag schreiben muss. Es ist eben keine Selbstverständlichkeit. Ich empfehle hier, sich einmal die Ausbildungsverordnungen verschiedenster Lehrberufe im öffentlichen Dienst mal anzuschauen. Es ist teilweise ein Trauerspiel. Insofern kann man nur sagen, so rasch wie möglich diese Verordnungen überarbeiten und Digitalisierung zu einem Kernbestandteil der Ausbildung und der späteren Fort- und Weiterbildung machen. Das Stichwort für die nächsten Zeilen im Koalitionsvertrag der Ampel. Für eine Personal- und Weiterbildungsoffensive sowie die Digitalisierung auf allen Ebenen streben wir einen verlässlichen und nachhaltigen Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung mit den Ländern an. Hier stellt sich sofort die Frage, Personaloffensive, wie soll die denn aussehen? Aktuell fehlen schon 330.000 Fachkräfte im öffentlichen Dienst, Tendenz steigend. Wie möchte man dieses Problem denn angehen? Wie sieht eine solche Personaloffensive aus? Das gleiche gilt für die Weiterbildungsoffensive. Klingt gut, liest man dieser Tage einen Artikel des Handelsblattes. Da lautet dann die Überschrift, lediglich 418 Euro pro Person im Jahr, deutsche Behörden sparen an der Qualifizierung. Die Verwaltungen in Deutschland nehmen pro Person nicht einmal halb so viel Geld für Weiterbildung in die Hand wie Unternehmen. Wenn man hier also von Weiterbildungsoffensive spricht, dann wird es spannend sein, ob man mehr Geld zur Verfügung stellt, beziehungsweise auch einen Geist in den Behörden schafft, die einfach die Wertigkeit und Notwendigkeit von verstärkter Qualifizierung, gerade auch im Hinblick auf Digitalisierung, sehen. Wasser unterm Kiel für das deutsche Gesundheitswesen mit dieser Koalition. Es bleibt spannend, wie die Koalition folgendes Vorhaben umsetzen möchte. Zugleich werden wir durch unsere Maßnahmen zur Fachkräftesicherung den Personalmangel im Gesundheitswesen entgegenwirken. Ein Blick in die Gesundheitsämter zeigt, dass es alles andere als einfach sein wird, abgesehen von den Hunderttausenden Pflegekräften, die heute schon in den entsprechenden Pflegeeinrichtungen fehlen. Hier wird es spannend sein, was die Koalition im Einzelnen dafür tut. Es gibt noch weitere Abschnitte zu diesem Thema Gesundheitswesen, in dem die Koalition die eine oder andere Maßnahme ankündigt. Ich empfehle hier einmal Näheres im Koalitionsvertrag nachzulesen. Das war meine Zusammenfassung für heute. Was haltet ihr vom Koalitionsvertrag? Schreibt doch eure Kommentare unterhalb des Videos.
Wer Interesse hat, kann gerne mal auf meiner Homepage vorbeischauen. Wer sich für meine Tätigkeit interessiert, www.rolf-dindorf.de. Ansonsten bleibt bitte gesund. Bis zur nächsten Ausgabe. Habt eine gute Zeit. Salut, Rolf.